Oh nein, sie ist explodiert und willkommen und okay, willkommen, herzlich willkommen. Bleibt drin. Fuck. Herzlich willkommen bei Exploding Kittens. Miau, bum. Miau. Scheiße, ich hab keine Ahnung. Miau, bum. Ich bin zu dritt, hier kommt trotzdem 7 Karten. Und dann noch eine Entschärfungskarte, ja. Jetzt haben wir 8 Karten. Ja. Das ist ja eine volle Magic Hand. Oh mein Gott. 6. 7. Und eine Defuse. Nur ich krieg die sich am Schwanz legt. So magst du Fabris, ne? Und die Bomben werden ins Deck gemischt, als Erklärung. Ja. Jeder, der Exploding Kittens kennt, weiß, dass das so funktioniert. Also, bestimmt ein Stadtspieler. Welches Kriterium sollen wir denn wählen? Ja. Church of Felix ist vor. Ja. Zeit für eine Runde Yu-Gi-Oh! Nein, das dauert zu lang. Ist das im Prinzip das Dingenstar-Prinzip? Was? Dingenstar-Prinzip? Uno-Prinzip. Hä? Wieso Uno-Prinzip? Warum Uno? Oder man kann einfach Karten ausspielen. Also, nimm deine 8 Startkarten auf die Hand. Entweder du tust jetzt passen oder du spielst eine Karte. In jedem Fall müsstest du dann ziehen. Ja. Möchtest du was ausspielen, Fabius? Es steht doch meistens auf dem Karten. Du darfst so viele Karten, wie du willst, am Anfang ausspielen. Also allgemein immer, bevor du ziehst. Ja. Dann. Wenn ich so halten, dass ich sehe, Eddie. Hau ich erstmal Pinguin-Durchfall raus. Oh nein, Angriff, du kleine Nutte. Angriff ich geht mal. Auf wen? Auf den nächsten Spieler. Warum genau durfte er anfangen? Weil ich einfach gemacht habe. Und weil ich ein geniales Getränk habe. Okay. Dann benutze ich meinen Blick in die Zukunft. Da ist die obersten 3. Verknote dein Dauerstände und werde unsterblich. Damn! Alles klar! Und ich lasse das mal schön Pinguin-Durchfall raus. Dieser war Zephyr-Worker. Man muss immer auf Karten aufziehen, ja. Aber ich muss nicht ziehen. Sagt mein Angriff. Hä? Achso. Ich sehe. Und der nächste muss 2. Spielzüge machen. Ja. Das war mein erster Spielzug. Hast du jetzt nicht noch? Ja, du musst 2 Karten ziehen. Nein, ich muss da nur auf. Nein, muss ich nicht. Ich muss 2 Züge machen, Dennis. Ja. Ist der Zug nicht vorbei, wenn du eine Karte ziehst? Und dann spiele ich auf Fabrice Wunsch in meinem zweiten Zug. Und ach, geh's halt durch. Ich muss dir eine Karte geben. Ja, indem ich die oberste Karte ziehe. Und dann muss ich dir eine. Ja, das ist dann mein zweiter Zug. Und dann ziehe ich noch eine Karte und Dennis ist dran. Ich gucke auch mal in die Zukunft. Dir schon klar, in die Zukunft heißt, dass du die Karten nicht verändern darfst, ja? Ja, das weiß ich. Du weißt nur, wann die Scheiße passiert. Ich weiß ganz genau, welche Karten das sind. Ich weiß noch, was die oberste Karte ist. Dann greif ich an.
Oh, verprügelt. Ja. Du könntest jetzt eine Nö-Karte spielen. Ich habe keine Nö-Karte. Tja, dann. Dein Zug. Ich muss nicht ziehen. Bikini-Katze als Pärchen. Müssen wir? Ich darf eine Karte stehlen. Von jemandem stehlen, ja. Und von wem? Lass mich nochmal mischen. Ja. Wayne. Hast du gerade den Schärfer gezogen oder was? Vielleicht. Ja, beendest du deinen Zug? Tja. Das müsste jetzt eine Kitten sein, ne? Ja, du musst die sofort spielen. Sobald du sie siehst. Du kannst entschärfen. Ja. Mit der intensiven Sack. Und jetzt darfst du das Ding hinlegen, wo du willst, den Stack. Ja. Und du kannst es ruhig verdecken, dass wir nicht wissen, wo das Teil drin ist. Genau, ja. Oder du willst es offen machen. Ja. Zuschauer sehen, ihr habt wahrscheinlich gerade beide weggeguckt. Ich guck weg. Und erledigt. Und dann kommt noch ein zweiter Zug. Ein zweiter Zug. Mhm. Der gibt mir, der hat sie wahrscheinlich als zweite. Mami Katze! Nochmal das gleiche. Okay. Bin ich dann. Dann muss ich anziehen. What the fuck? Als ich das gesehen habe, habe ich mich totgelacht. Gut, dass ich deine Entschärfung geklaut habe. Du kannst. Die sterben jetzt alle, ist meine Frage. Ja, die kommt doch zurück. Achso. Ja. Ja, ich guck nicht hin. Damit wollte ich, oder? Ja. Und ich hab noch zwei Karten. Schrödingers Katze ist Schrödinger. Ah. Von dem Klausch. Von wem wohl? Dann geht mein Zug weiter. Hm? Wunsch, ich muss dir eine Karte geben. Achso, ups. Falscher Wunsch gespielt. Ne, ist mir cool. Ja, aber ich gebe sie dir trotzdem. Jetzt hab ich sie gesehen. Hoppla, sorry. Hallo, Karte. Blick in die Zug. Ich darf so viele Karten wie spielen, bis ich eine ziehe, ne? Ja, du darfst spielen, was du willst. Insanity. What the fuck? Das läuft im Fernsehen. Für die kann ich zu raus. Das kann man gar nicht sehen. Dann beende ich meinen Zug und ziehe eine. Ich kann Fabi gut zutrauen, dass er bekannt ist. Ich weiß, wie die Zukunft aussieht. I'm not risking it, ich skippe. Oh, er spielt Hops, du bist dran, Fabrice. Außer du spielst jetzt Nö. Dann spiele ich mal eine Symphonie in Braun. Und Dennis, gib mir eine Karte. Hat Fun. Ich habe eine Karte noch. Girls just wanna fuck on. Wow, ich kann da mit beiden nichts anfangen. Wow. Ich ziehe eine. Ja. Und das war's. Du könntest ruhig reden, das ist nicht das Problem, Mom, ja. Wow, aber diese Karten. Ja, die Karten sind etwas sehr. Nein, ich meinte, die ich auf der Hand habe. Bin ich dann, oder? Mhm. Ja. Dann spiele ich meine Zombie-Katze. Okay, von wem klaust du? Nimm ruhig. Mit freundlichen Grüßen zurück. Da sind noch ein paar Defuse-Karten drin. Dann beende ich. Und behalte die. Effektiv kann ich nichts machen, außer ziehen. Okay. Yep, ich genauso. Was? Ja. Wenn man halt nur Pärchenkarten, einzelne, auf der Hand hat. Okay. Will die Karte zurück rein? Anscheinend nicht. Dann bin ich meinen Zug. Okay. The fuck? Ich dachte, es wird
Ich dachte, okay, ich bin überrascht, dass man so, dass wir immer noch am Leben sind. Bei 10 Minuten? Okay. Okay, das Spiel ist in spätestens 5 Minuten vorbei. Du bist dran, Fabi. Schon gezogen? Ja, ich hab schon. Und ich muss ziehen. Heißt, wenn... Nö, so kann man jederzeit spielen. Wenn du Karte ziehst? Ja, ja, kann man jederzeit spielen. Auf alles antworten eigentlich. Dann bin ich, oder? Mhm. Hast du schon gezogen? Mhm. Dann spiele ich meine schüchterne Blasekatze. Nein! Nein! Ja! Leck mich! Nein, Jotti, nein! Dann spiele ich meine Bikini-Katze. Ja, pack dir nice! Wenn du jetzt den Exploding Kitten ziehst. Ich hatte eh nichts in der Hand. Dann spiele ich Wunsch. Ich geb dir eins. Dann spiele ich meine schüchterne Blase. Alter, was hat der Kerl auf der Hand? Boy, der zieht härter als Brandish. Und du bist. Oh. Ja. Sehen. Ja. Ja. Okay, ich hab's überlebt. Du bist. Der Vorteil ist, irgendwann hat er seine. Ah, ist noch eine gezogen, ja. Du Schwanz! Okay, okay, cool. Was für ein schönes Wetter. Es ist kalt warm. Das so. Game ist fun. Ja, warum dass wir so viele spielen wollen. Dann bin ich. Nee, du hast doch die Kitten gestorben. Die Zuschauer wissen, wo die nächste Kitten ist. Dann bin ich vorbei. Hm. Zuschauer wissen, wo die nächste Kitten ist. I'm risking it. Ich glaube nicht, dass du was dagegen machen kannst. Fuck. Bist da unter den zwei in deiner Kitten? Ich weiß, ich bin tot. Yes! Da geht er down. Fabrice ist tot. Jetzt nur noch Fabio, Eddie und ich. Dann mach mal Dennis. Leck mich doch, wenn da jetzt die Kette runter ist. Nope. Dann bin ich. Ja. Es ist ja nur noch eine. Und ich glaube, die ist relativ weit unten. Oder auch nicht. Na ja, darf entscheiden, wo das Ding jetzt liegt. Du bist dran. Das Viran, die liegt jetzt oben drauf. Kaboom! Ja, ich hab ne Nö gezogen. Wo war die nächste Diffuse? Na, hier in meiner Hand. Ach, leck mich doch! Und da war noch eine ganz unten! Ah, neues Spiel! Ja, aber das war dann der Part, ja, wenn man nur eine Runde auf sonst. Ja. Das war die Runde von Exploding Pussies! Jetzt mach schon. Schön mit dir.